Toller Song, Janet. Dankeschön. Sag mal, ich meine, für dich war es ein ganz besonders aufregender Abend, weil du Jurymitglied bist. Richtig. Und weil du natürlich auch in Moskau warst und du hast das alles mitbekommen. Wie hast du den Auftritt von Alex und Oskar empfunden? Ich fand's super. Ich fand's echt klasse. Es hat sehr, sehr viel Stimmung bereitet, gute Stimmung. Dieter von Thies war ganz, ganz großartig. Ich bin eben super riesengroßer Fan von ihr. Ich fand's toll, absolut. Und wie bewertest du nun das Ergebnis? Ja. Naja, ich finde es ein bisschen schade, aber ich sag mal so, die Letzten werden die Ersten sein, wa? Irgendwann. Ja, wir arbeiten uns langsam nach vorn. Sag mal, was war eigentlich dein persönliches Highlight? Also mein ganz persönliches Highlight war natürlich Dieter von Thies, ja, aber es war auch Patricia Kass. Das schauen wir uns jetzt mal an. Gerne. Das war ja nun wirklich Patricia Kass, so eigentlich noch diese richtige Grand Prix Songs, die man so kennt, wie man von früher kennt. Warum gerade Patricia Kass? Weil sie eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Also sie ist einfach ganz, ganz großartig. Sie ist so kraftvoll, so sinnlich. Ich finde sie ganz, ganz toll. Danke, dass du hier warst, Janet. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Janet Biedermann. Feuerchen! Wir kommen jetzt doch noch zu einer Nummer 1. Denn wenn man so an Bella Italia denkt, dann denkt man auch unter Umständen an die Nummer 1 im Fußball, nämlich an Luca Toni. Und hier ist Matze Knopp in seiner Paraderolle mit Nummer 1. Fritti, Scampi, Chianti, Calamari, Luca, sei per me.